Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4! Ja, wir sind leider nochmal an dieser Stelle. Und Mike macht gerade mal kurz den Turm kaputt. Also fein gemacht, Mikey. Fein hast du gemacht. So, jetzt können wir uns vielleicht endlich diesen Typen hier nochmal widmen. Ja, die kennen wir auch, deswegen überspringe ich das gerade mal. Ja, ja, haut mal ab. Haut mal ab. Guck mal, wie sie wieder alle ballern hier, die Pennerses. So, der hat mal seine Muni verschossen, deswegen gebe ich dem auch mal wieder kurz einen Kopfschuss. Zack. Ich sag ja, es klappt eigentlich. Wenn ich will vom Zielen her, dann klappt das auch. Oh, da kommt halt die Presto der Nächste, ne? Seht ihr das da oben? Oh. Du bist doch vielleicht so eine Ratte, so eine kleine. Kleine, dreckige Ratte. Ja. Fliegen mir schon die Pfeile über den Kopf. Na, Kumpel. Ach, Mann. Geh da an die Knie, genau so. Ey, Alter. Weißt du? Ah, letztes Mal hat das auch besser geklappt. Jetzt habe ich einen zu weit. Ist egal, komm schon. Penner. In die Knie. Und du kriegst einen Suplex, dass dir der Kopf abspringt. Komm mal, ab jetzt. Ich kick dich weiter. Muss gleich weitergehen, du Depp. So. Klack. Ey, es reicht jetzt auch mal. Der schießt da die ganze Zeit, der Penner, ne? Ohne Rücksicht auf Verluste ballert er die ganze Zeit seine Pfeile auf mich. So, weißt du was? Da du ja wieder nachladen musst. Ach, der war schlecht. So. Wetten wir, da kommt gleich der Nächste aus dem Loch gekrabbelt. Was wollen wir wetten? Nee, kommt doch nicht. Naja. Oh, Mann. So, Mike, ich würde dir gerne mal ein bisschen Arbeit verschaffen. Ey. Das wäre jetzt fies gewesen. Hätte mich jetzt damit getroffen. Extrem fies. So, stopp mal gleich mal deinen Kumpel ein bisschen weg. Ah. Alter, das ist schon ein bisschen gemein hier, ne? So. Klack. Na, nimmst du die Muni? Wollte die eben nicht nehmen. Oh, ich höre halt die ganze Zeit diese Penner mit ihren Armbrüsten. Da könnte ich durchdrehen, du. Durchdrehen könnte ich da. Nein. Bitte nicht. Ah, oh, Gott. Oh, es ist doch unmöglich, da gescheit ranzukommen. Seht's euch doch mal an. Und dann kommen schon die nächsten Säcke. Die Senfpenner. Warum sage ich eigentlich Senfpenner? Ey, Kumpel. Wenn du schon so aggressiv auf mich zurennst, muss ich dir doch gerade mal ins Bein ballern. So. Schieß dir den Sack. So, dir auch noch. Warum? Weil es Spaß macht. Bei euch will ich keine Kugeln sparen, bei euch will ich, dass ihr noch so lange wie es geht leidet einfach. So. Weißt du was? Das Dynamit könntest du ruhig mal schmeißen, wenn da wieder deine Leute kommen, ne? Weißt du das? Ah, ne, das nehme ich jetzt mal. Klack, tschack. Ach, wisst ihr was? Ich gehe wieder runter. Da oben war es mir eh viel zu blöde. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da kommt ihr wieder. Na, Kumpel. Alles klar. Flieg mal bitte weg. So, warte, die muss ich jetzt am besten wieder so machen. Kollegen hier. Ah, trägst immer einen Helm, ne? Feichling. Du Feichling. Ach ja, jetzt haben sie mich wieder eingekesselt hier. So. Na komm, steht auf. Kommt mit eurem Kumpel her, dem Rottuch da. Na komm. Ja, klar. Ja klar, von wo kommt der Pfeil jetzt her, bitte? Ey, wollt ihr mich verarschen? Die wollen mich echt verarschen, Leute. Das gibt's doch nicht. Ey, Leco Mio. Leco Mio. Ey, ich hasse die Typen, die Äxte schmeißen, ne? Hab ich das schon mal gesagt? Ich hasse sie. Die ganze Zeit die lauten Geräusche machen mich auch fertig so ein bisschen. Ich mag es ja nicht laut. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der hat ein feines Gehör. Und dementsprechend habe ich gerne eine angemessene... Ups. Eine angemessene Klangumgebung, sag ich mal. Hi, Tai Tai. Und sowas hier geht gar nicht, du. Das ist viel zu laut. Sieger Tatar!
Och, Mike, walte doch mal deines Amtes und baller mal die Deppen jetzt weg, ey. Ist mir echt genug. Ja, ja, ja. So. Dann hast du mal eine Armbrust, hä? Kopf hast du auch mal. Wäre mir peinlich, hätte ich keinen mehr. Hier ist eigentlich ein ziemlich doofer Ort, um sich hinzustellen, finde ich. Aber es scheint zu funktionieren bis jetzt. Oder? Ne, da oben sind sie. Ja, ich warte jetzt, bis die herkommen. Ist mir egal, Leute. Ich bin jetzt ein Feigling. Ich bin ein Feigling. Ich will nicht schon wieder sterben. So sinnlos. Und vor allem habe ich keine Heilung mehr. Was auch immer ihr da sagt, ich verstehe es nicht. Ihr Deppen. Jetzt komm halt runter. Du kommst ja eh gleich runtergesprungen. Ich kenne euch doch. Ich kenne doch meine Pappenheimer. Da oben ist er. Ja, ja. Dynamitfutzi ist das. So, mache ich halt so, sonst explodiert er wieder. Und das wollen wir doch nicht. Das wollen wir doch nicht. Und da liegt noch die Granate. Komisch, dass sie nicht verschwindet, ne? Das finde ich doch schwer. Ja. Oder hat das, war das in der Kiste? Ich weiß nicht. Och ja, komm. Du bist ein Guter. Schon wieder so einer. Ich treffe diese verdammte Hand nicht. Komm, explodier jetzt, genau. Bams. Nicht mal was fallen lassen, weißt du? Nicht mal so viel Anstand, dass die irgendwas fallen lassen. Die Pennerses. Kommst du jetzt her? Kriegst mal einen Suplex, ha? Junge. Hast du mal einen Kopf, Junge? So. Warte mal, ich mach das jetzt anders. Ich bin ja nicht doof. Nicht, dass ich da schon wieder reinrenne. Komm, schieß, schieß, schieß. Zeit, dass ich das Ding mal exklusiv aufgeladen kriege. Ich schieße dem jetzt nicht aufs Dynamit. Das wäre tödlich für mich. Extrem tödlich. Ich schieße da auf den Kopf. Oh, ich hoffe, das macht dir keinen Schaden. Okay. Ging ja nochmal gut. So, gibt's hier noch was? Komme ich da drüben überhaupt hin auf das Haus? Nee, ne? Sieht nicht so aus jetzt. So. Bloß ab. So, ich gehe gleich ins Haus rein. Ist mir jetzt so egal. Und weißt du was? Flieg mal ein bisschen. Ey, ja, ja, hättest du mich eben noch getroffen, dann wäre ich wieder böse gewesen. Oh ja, bitte. Bitte, 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 lieber Mr. Parasit. Komm aus seinem Hals gewachsen. Das habe ich so gerne. Bitte. Sie hören sich an wie so ein kranker Frosch irgendwie. Oh! Alter Schwede. Haust du ab jetzt? Hallo? Ey, hallo? Oh Gott. Ich will darauf. Ganz schnell will ich darauf. Ey. Bist du dumm, Mike? Bist du ein bisschen blöde oder so? Du hast schon gesehen, dass ich gerade auf dem Turm drauf stand, oder? Wegen dir darf ich jetzt wieder zwei Kräuter konsumieren, ey. Das ist toll. Das ist richtig toll, was der Mike da macht, ne? Macht er gut, der Mike. Macht er super. Bist ein Kumpel, Mike. Oh je. Ja, ja. Und tschüss. Dein Schild kannst du hier lassen. Och, ne. Oh, ne. Ey, ihr seid so nervig gerade. So. Geh doch mal kaputt jetzt, ey. Guck mal, wie die mich verarschen hier. Wollen nicht sterben, wollen nicht tot gehen, wollen Parasiten aus dem Hals haben. Und ich habe nicht mehr Munition für die Schrot. Das ist schön. Ich mache das aber auch total blöd hier, muss ich sagen. Ich hätte mich irgendwo einbunkern sollen und warten sollen, bis alle kommen, aber... Mike macht ja so einen tollen Job, muss man mal sagen. Hervorragend macht er das. Hervorragend. So, du darfst fliegen. Lass mich raten, das war jetzt wieder ein Fehler. Schieße ich immer zwischen die Beine. Oh, hi.
In den Hintern. So, kommt da wieder einer von den Herrschaften? Na klar kommt da wieder einer. Weißt du was? Ein Schild kannst du auch wieder da lassen. Das ist gut. Dem wächst doch 100 pro was aus dem Hals, sonst wäre er jetzt gestorben. Lass mich raten, der ist immer noch nicht tot. Unglaublich. Was die aber auch aushalten, ey. Mit meinen ganzen abgeradeten Waffen, da dürften die eigentlich gar nicht so lange durchhalten. Hallo, hallo. Kommt da einer? Ne, ich habe nur einen gehört, aber... Warte mal, ich muss jetzt mal die Karte checken. Okay. Ja, die sagt mir gar nichts irgendwie. Es ist so toll. Es ist so toll. Wow, Kumpel. Wolltest du etwa gerade mit der Axt auf mich werfen? Da muss ich doch glatt mal intervenieren. So, und noch ein gelbes. Was soll ich mit dem ganzen gelben Zeug, Mensch? Brauche ich nicht, will ich nicht, habe ich schon. Habe ich schon ein Maximum, Leute. Was soll das denn alles? Meine Phrasen. Achso, ich würde sagen, ich aktiviere mal den Zeitschalter. Hier ist gar keiner. Okay. Passt schon. Aber ich weiß, gleich kommt was Fieses, deswegen mache ich das mal so. Oh ja. Ja, ja. Ah, Dicker. Ey, ey, ey. Nicht so, Freund. Nicht so. Warte mal. Ich mache das ganz nett, wenn die jetzt kommen, dann. Ja, bringt halt nicht viel, ne? Die fallen da zur Seite. Oh. Bist du tot? Es tut mir jetzt aber leid. Ey. Hallo? Och. Mann, oh. Ey, die sind aber auch so hartnäckig. Nee, warte. So. Ich höre da schon wieder... Na, ich lasse das mal, das Teil. Wo ist er denn? Da unten ist er. Ich sehe ihn. Bist du ein Penner? Oh, ja klar, der trifft halt fast hier rein, ne? So, wo ist der Dicke? Ich doch sicher auch von hier, ne? Ja, müsste... Ne, passt nicht. Ey, guck mal, das ist voll unlogisch. Wenn ich da weiter nach links gehe, dann ziehe ich in die Wand rein, obwohl es eigentlich... Jawohl. Müsste sich da eigentlich perspektivisch so ein bisschen anpassen. Na? Ey, man sieht ihn halt gerade so, aber... Ich glaube, das reicht nicht. Na, wo ist er denn? Ist er tot? Bist du etwa tot, Digga? Bist du tot? Ich glaube es ja, tatsächlich. Er könnte tot sein. Oh, nee. Ist er nicht. Ist er nicht. Habe ich noch eine Granate? Ja, weißt du was? Ich hoffe mal, die trifft jetzt auch ganz gut. Nee, tut sie nicht. Oh, oh. Nee, die trifft gar nicht gut. Ja, ich hoffe mal, der kommt noch eins runtergesprungen. Komm, Digga. Jawohl, so habe ich es lieb. Sag ich das gerne. Oh, ich kann den gar nicht treten. Oh, ja klar. Komm. Hör auf, Mensch. Ah, oh, Mann. Ich bin auch wieder ein Tollpatsch heute. Ja, ja. Dankeschön. 15.000 für die Katz, ne? Ich brauche Heilung, keine blöden Peseten, Mann. Das ist eine der nervigsten Stellen im ganzen Spiel, Leute, weil es ist halt wirklich so, wenn ich jetzt hier irgendwo sterbe, darf ich halt alles nochmal machen. Alles. Also nicht alles. Ich weiß gar nicht, von wo ich den Checkpoint dann wieder anfangen muss, aber es ist furchtbar schon. Furchtbar. So. Ich werde mir auf jeden Fall mal ein, zwei Heilsprays kaufen. Ich glaube aber, man kann nur eins kaufen. Wenn der nächste Mal wieder kommt, dieser nette Händler. Wo ist er denn eigentlich? Warte mal. Aber diese Musik macht mich auch ganz wahnsinnig die ganze Zeit. Na toll. Da geht's weiter. Och, das wird auch noch ein schönes Fleckchen. Oh Mann, wie mich das schon wieder nervt, weil hier kein Händler ist. Und Heilung ist natürlich auch wieder rar. Na komm, dann fahren wir mal rüber. Ups. Weiß gar nicht, würde der Dicke mir jetzt danach kommen, wenn ich jetzt darüber gefahren wäre. Ich weiß nur, man hätte ihn, glaube ich, mit dem Ding ins Gesicht treffen können, mit diesem Fahrgestell da.
Naja. So, nächster Abschnitt. Der wird noch lustiger als der eben schon. Kann ich euch schon mal flüstern. Und ich fliege gleich schon mal hier neben rein. Ja, danke, dass du mir noch zeigst, dass die jetzt auf mich schießen und ich mich nicht bewegen kann in der Zeit. Das finde ich super. Ja, das macht das Spiel sehr gerne. Das macht es sehr gerne. Einfach mal irgendwie so vor vollendete Tatsachen stellen. So, ich warte jetzt hier. Ja, ich warte hier. Warum ich das mache, werdet ihr gleich sehen. Denn da kommt jetzt wieder ein nicht enden wollender Strom von Gegnern. Natürlich, ist ja immer so. Na? Hallo. Oh, wenn ich das schon wieder höre, dieses Geräusch. Däll! Mach ich jetzt auch mal. Däll! Oh, die mit den Schildern, ne? Oh Mann, trefft er den Kopf. Treten. Oh Mann, treten. So, zwischen die Beine schieße ich dir. Naja, nicht ganz. War der Oberschenkel, tut mir leid. Auch hinter mir ist einer runtergesprungen, habe ich gesehen. Au, au, au. Ja, geh kaputt, danke. Das ist so gemein. Die kommen von allen Seiten. Deswegen, ich bleib hier unten in der Ecke. Da weiß ich wenigstens, dass von hier oben links einer runterspringen muss, wenn einer kommt. Und nicht von, was weiß ich, von welcher Seite. Weil das ist hier fies. Ich kann auch da hoch. Aber dann kommen sie auch die ganze Zeit die Leiter hochgekrabbelt. Ich mach's mal. Ich weiß, das ist doof jetzt, aber... Ah, Mann. Ja, und Mike hilft mir natürlich nicht, der Liebe. Mike. Mike. Ah, Mann, oh. Oh, da ist einer. Habe ich dich gesehen, Kumpel? Ja. Und du hast mich auch mal gesehen, aber das ist jetzt leider nicht mehr möglich ohne Kopf, ne? Alter Schwede. Oh, nee, komm, komm, komm. Nicht schlagen. So, der ist runtergefallen, sehr gut. Ja, schrei du nur. Na? Kommt noch einer? Da kommt keiner. So, der hatte mal einen Schädel. Ja, und ich habe Muni. Sehr gut. Klack, klack. Ach, Mann, Leute, die Stelle ist total langweilig zum Kommentieren, finde ich, weil ich muss halt die ganze Zeit aufpassen. Und dann gleichzeitig wieder Typen Kopfschüsse verpassen, weil sonst habe ich keine Chance. Warte, ich muss nämlich den Kopf treffen, wie ihr seht. Nein. Alter! Von wo denn? Ja, von hinten wieder, ne? Du Heldenkind! Oh Mann! Ey, da hat man nicht mal eine Sekunde, um sich kurz zu konzentrieren. Nein. Da kommt wieder aus dem Nichts. Ja, wirklich aus dem Nichts. Der war nämlich eben nicht da unten. Kommt wieder so ein Affe mit einer Armbrust hochgeklettert. Und schießt einem in den Schädel, während man versucht, einem anderen denselbigen wegzuschießen. Hm, ist das schön. Ist das wunderschön hier. Nein. Warum streckt den Kopf raus? Danke. Penner. Lass mich raten, gleich kommt wieder einer. Ich habe eben schon das Grunzen gehört. Kann mich nicht. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die da nicht kommen. Ich weiß nur, Mike hilft einem auch nach einer Zeit, wenn man zu blöd ist, hier weiterzukommen. Aber habe ich keine Lust so. Ich will jetzt hier nicht 10 Minuten rumstehen, bis Mike sich mal erbarmt, mir zu helfen. Penner. Renn halt noch mehr auf mich. Ey. War da hinter mir einer? Spinne ich jetzt? Nee, das waren die Holzstücke, die da wegfliegen. Warum blinkt die Kiste eigentlich so komisch? Seht ihr das? Die blinkt. Oder ist das mein Licht, was die anstrahlt? Ihr Schweine! Kann ich da durchschießen durch die Sichtluke? Ich glaub's eigentlich nicht, oder? Wäre auch zu schön, wenn das ginge. Wäre zu schön. So ist der nächste Depp da drüben. Aber der sieht aus, als hätte er einen Helm auf. Da komme ich, glaube ich, nicht durch, oder? Ach, Mann, oh. Ja, bis zum nächsten Metallding schaffe ich es gar nicht. Bis zur nächsten Metalldeckung. Weil da ist keiner. Haha, das ist toll. Warte, vielleicht mit einer Granate, aber...
Ja, ich habe immer Angst, dass einer von hinten kommt, Mensch. Da unten ist ja noch einer. Na, treffe ich den von hier überhaupt? Warte mal, aber ich könnte ihn anders treffen, wenn ich... Wenn ich geschickt die Granate schmeiße, wobei ich bezweifle, dass ich die da treffen werde, oder? Ich versuch's einfach mal. Oder? Könnte das? Na, natürlich nicht, die war zu kurz. Ich mag es nicht, diese Stelle. Ich will ja jetzt weg. Ich will hier nicht mehr sein. Vor allem, man hat halt voll wenig Zeit, finde ich, weil ich auch keine Sidesteps machen kann. Ist das voll doof von der Steuerung einfach mal. So, komm her. Ja, toll. Schön, wenn man Helm anhat, ne? Arsch. Oh ja. Jetzt kommt wieder einer. Ich sag's doch, die hören nicht auf. Die kommen immer wieder neu. Na komm her, du Saftsack. Du hast Dynamit dabei. Da habe ich keinen Bock auf dich. So gar nicht, Kerl. Hä, kann ich da nicht mehr runter? Ah, Mann, Leute. Das ist so furchtbar. Furchtbar nervig. So, komm, lass mich. Lass mich in Ruhe. Warte mal, aber hier müsst ihr euch... Das müsst ihr euch jetzt hinhauen, oder? So, warte. Ah, Depp. Ich hab's gewusst. Irgendwie kriege ich das hin. Irgendwie kriege ich das hin. Den müsste ich auch von hier erwischen, theoretisch. Der trifft mich ja auch fast. So, okay, komm her. Yes! Schweine-Victory! Also nicht Schweine-Victory, sondern ihr Schweine. Ich hab gesiegt, sollte das bedeuten. So, Schweine. Schweinesäcke. Vor allem die ganze Zeit die Musik, das nervt voll, finde ich. Die könnten das ruhig mal abstellen. So dramatisch ist das jetzt hier auch nicht gerade. Dass man die ganze Zeit... Ja, jetzt kannst du wieder machen, Mike, ne? Jetzt kannst du wieder. Du bist doch ein Affe. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Machst du gar nichts. Oh, sehr gut gemacht, Mike. Ich bin stolz auf dich. Ja, aber Mike ist schon hilfreich. Kann man ja nicht sagen, ne, dass er nichts macht. So. Zwischen die Beine schieße ich dir. Zwischen die Beine. So, das mögen sie. Hab das gewusst, das haben die Zombies voll gerne hier, diese Parasitentypen. Richtig gerne haben sie das. Warum geht die Tür jetzt zu? Nein. Kommt hier noch einer? Stirb halt. Ich will die Dinger da drüben noch schnell haben. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hinkomme. Ja, ich hole mir die schnell, bevor die verschwinden. Und dann drücke ich die Schalter erst auf beiden Seiten. Das muss jetzt sein, Leute. Weil da drüben war Heilkraut. Das will ich unbedingt hier. Ja. Warum ist das eigentlich einmal grün und einmal weiß? Das frage ich mich jetzt. Sie müssen doch beide grün sein. Oder ist das eine aus der Kiste, das andere von einem Gegner? Das könnte natürlich auch sein. Toll, das schwebt in der Luft. Sehr gut. Magnum! Baby, Magnum! Ist sogar noch besser als Pistole. Und Heilung. So, Nummer 1. Oh, jetzt ist auch mal die Musik weg, ne? Ich sag ja, die ist furchtbar, Leute. Die ist richtig furchtbar. Die ganze Zeit ist hier Action. Gerumble, bumbled und was weiß der Deivel noch. So. Jetzt aber. Also die... Ich denke mal, die Gegner sind jetzt alle tot, oder? Ich hoffe es doch zumindest nicht, dass jetzt gleich wieder um die Ecke einer kommt und haut mir seinen Streit... seinen Morgenstern ins Gesicht. Das habe ich ja so gerne. Achso, ich könnte jetzt übrigens auch an die Geschütze, was total sinnlos ist, weil es keine Gegner mehr gibt. Toll, ne? Hätte ich das früher gekonnt, hätte ich von mir aus auch so eine Moorhuhn-Einlage in Kauf genommen. Oh, guck mal hier. Schrot. Ist da noch was? Nö. Das war's. Ja, es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich zu verstecken hier, aber die sind alle nicht so pralle, weil ihr habt es gesehen, da kommen halt immer wieder Gegner. Und wenn ich da irgendwo in der Deckung sitze, kann ich mich auch nicht wirklich wehren in dem Moment. Ist halt... Oh, sehr gut. Ist halt ein bisschen von Nachteil, ne? Ist da noch was? Da drin? Hallo? Naja, gut.
Puh, aber ich glaube, den schlimmsten Teil habe ich soweit, oder? Ich weiß gar nicht, was kommt jetzt hier noch? Hallo, wer ist denn da? Thanks. When we get out of here, drinks are on me. Yeah! Hey, I know a good bar! Mike! Make sure you're the next to go, Sadler. War so klar, diese Mistschweine, oder? Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Widerlicher Mistkerl. Na, der arme Mike, aber das ist ja immer so. Wird ein gesichtsloser neuer Charakter eingeführt, der einem spontan so ein bisschen sympathisch ist, dann muss er natürlich gleich wieder sterben. Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Mike. Trotzdem war es sehr schön und ästhetisch, wie er die Parasitenzombies weggeballert hat, oder? Ich fand's toll. Naja. Der Arme. So, warte mal. Muss doch gerade mal die Karte checken, denn, ja, da ist schon ein Speicherpunkt. Und ein Schatz wartet da drinnen auf uns. Ah, wollen wir doch mal gucken. Ist hier nicht noch was? Na, okay. Okidoki. Wo geht's denn jetzt hin nochmal? Ach ja. Ach ja. Okay. Ich weiß zwar immer noch nicht so ganz, wo ich jetzt bin, aber... hier muss der Schatz sein irgendwo. Oder? Lass mal gucken. Nö, der war hinter mir. Gut. Der ist noch da oben? Nee. Hier ist er doch, Perlenanhänger. Ach, das war ja ein toll versteckter Schatz, mal ganz ehrlich. Hätten sie auch besser machen können. Leon, you okay? Yeah. Sorry, Ada. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Wie böse einfach mal, dabei noch Ashley, dabei noch Ada wirkt. Ich glaube, es hackt. Blöde Parasiten, wird Zeit, dass die wegkommen. Naja. Gut, aber ich werde jetzt bei der nächsten Gelegenheit speichern, so viel sage ich schon mal. Und ich glaube, soweit ich mich erinnere, viele sind es nicht mehr. Oh Gott. Hört ihr das?
Oh, davon steht was. Oh, dieses Hecheln, ne? Schon wieder ein gelbes. Sag mal, das habe ich schon wieder drei im Gepäck hier. Was soll das denn? Oh, und da steht eine Blend. Da nichts mehr. Was ist da noch? Oh, lecker, ein Müllsack. Was macht der denn? Gar nichts. Huh. Alter! Der bewegt sich halt noch. Kann ich da vielleicht... Ich habe ihn kaputt geschlitzt. Ah, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Eklig. Oh, guck mal. Oh, noch mehr Magnum. Wie gut. Was sind die denn so großzügig auf einmal mit Magnum-Munition? So kenne ich das Spiel ja gar nicht. Ist da nicht was drin? Ja, Schrot. Sehr schön. Sehr schön. Obwohl ich mir noch mehr Magnum gewünscht hätte. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Gut, Leute. Ich werde hier speichern. Und ich würde einfach mal sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Resident Evil 4.